Hast du auch nie Lust, den Backofen zu reinigen? Dann zeige ich dir in diesem Video eine Methode, mit der das Ganze wirklich mühelos funktioniert. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du deinen Backofen noch nie zuvor so einfach gereinigt hast. Um das Ganze vorzubereiten, brauchst du einen Topf, den du in den Backofen stellen kannst. Du kannst aber auch zum Beispiel eine Auflaufform benutzen. Hier kippst du jetzt heißes Wasser rein, welches du im besten Fall vorher mit dem Wasserkocher erhitzt hast. Dazu brauchen wir dann noch Essig. Ich nehme hier ungefähr eine Tasse Essig auf 1,5 Liter Wasser. Das sollte vollkommen ausreichend sein. Wir kippen den Essig jetzt also mit zum Wasser und dann können wir auch schon zu unserem verschmutzten Backofen gehen. Denn in diesen solltest du diese Mischung jetzt hineinstellen. So wie du das Ganze hier bei mir sehen kannst. Denn der Wasserdampf sorgt jetzt dafür, dass die Verschmutzung aufgeweicht werden und du sie danach nur noch herauswischen musst. Stelle den Backofen dafür auf ungefähr 230 Grad und lasse ihn mindestens 20 Minuten laufen. Bei stärkeren Verschmutzungen auch noch etwas länger. Danach öffnest du den Backofen und wartest jetzt ungefähr 20 Minuten, bis er einigermaßen abgekühlt ist. Danach schnappst du dir dann einen feuchten Lappen und beginnst damit, den gesamten Schmutz aus dem Backofen herauszuwischen. Denn dieser hat sich jetzt, wie gesagt, aufgelöst und du musst es nur noch wegwischen. Und danach glänzt dein Backofen wieder richtig schön wie neu und das alles nur dank etwas Wasserdampf und Essig. Und hast du deinen Backofen schon mal wirklich so einfach wieder sauber bekommen? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du jetzt außerdem noch wissen möchtest, warum du Wodka auf deiner Matratze verteilen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.